Alles wird er ändern, der Frieden. Aber die Schatten auf den Seelen, wann werden sie verwehen? Zwei Sack Kartoffeln. Und einen Hafen Schmier. Nein, das hätten Sie sich eher überlegen müssen. Ich habe alles bei mir. Seien Sie doch vernünftig, der Zug ist weg! Verdammtes Landstreicherpack! Krankenschwester vom ehemaligen Waisenhaus. Herein. Amt. Bitte, Frau. Schwester. Schwester Charlotte, der Inhaber dieser Beglaubigung ist beauftragt, ein Heim für
verwahrloste Jugendliche einzurichten. Der Landrat. Landrat, ja. Aber hier sind Flüchtlinge. Wo sollen die hin? In diesem Schloss hier wird ein Heim für verwahrloste Jugendliche eingerichtet. Ja, wer hier arbeiten will, der bekommt Wohnung und Brot. Die anderen, tja, ja, die müssen sich bei der Gemeinde melden. Es werden gebraucht Handwerker, Küchenfrauen, Gärtner, Reinemacherfrauen und Wäscherinnen, dann Hausmeister, Heizer. Ja. Ja, und Nachtwächter. Tja. Sauer, Gustav. Hausmeister. Ob ich das kann? Gut. Ich will kochen, wenn Sie was in die Töpfe haben. Im Dunkeln ist der Geist am schärfsten. Mhm. Also Nachtwächter. Ja. Sitz! Der Schlossherr kommt heutzutage von unten. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Hiermit übergibt Ihnen unsere Staatsmacht den ersten verwahrlosten Jugendlichen. Er wurde am Bahnhof aufgegriffen und gibt an, Ertel zu heißen. Was hast du denn getan, dass du so aussiehst? Bin krank. So, so. Wohl Masern, wie? Na, Schwester? Wir pflegen wen mal. Ja, in unserem Palast. Mit Graupen und mit Wasser. Wir gehen unsere Möbel zurückholen von den Bauern. Macht es, Jungs. Ich weiß, wer hier gestohlen hat. In 5 Minuten treffen wir uns auf dem Schlosshof. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Den kenne ich. Komm, wir steigen über das Stalldach ein. Wir sind ehrliche Menschen. Keiner hat das Recht, meinen Hof zu betreten. Unrecht gut gedeiht nicht. Noch haben wir eine Ordnung. Gott sei Dank. Geben Sie es freiwillig raus. Was soll ich rausgeben, wenn ich nichts habe? Hey, ich brauche die andere Hälfte des Teppichs und einen Tisch und 5 Sessel und eine Kommode. Das ist Einbruch mit Gewaltanwendung. Ich gehe zum Bürgermeister. Wir sind doch keine Nazis. Dich kenne ich doch. Ja.
Natürlich. Der hat mich schon mal beklaut. Am Bahnhof. Ich dachte, sowas gehört ins Gefängnis. Ihr Diebe! Ich werde euch alles erklären. Nichts zu erklären! Ihr werdet sehen, wir sind im Recht. Man hat uns das Schloss zugewiesen. Jetzt brauchen die Kinder Möbel, um im Schloss wohnen zu können. Diese Möbel da wurden gestohlen. Aber man muss ihnen doch erklären. Sie schlagen uns tot. Aber sie verstehen das doch sonst nicht. Schluss jetzt! Schneller! Nach hinten absichern! Was hat man denn mit Ihnen gemacht, Herr Amt? Auge um Auge und Zahn um Zahn. Daran hat sich nichts geändert. Lachen Sie nicht. Das macht mir Angst. Ja, das wurde nicht mehr ausgeliefert. Hat man uns für unseren Holzvergaser zugewiesen. Ist ja nicht zum Spielen da. Komm jetzt. Unser Auto hat Hunger. Nie Zeit zum Spielen gehabt, was? Links! Links! Gut! Geradeaus! Warum fährt er denn rückwärts? Die Vorwärtsgänge sind kaputt. Der Landrat hat ihn uns gegeben zum Wiederaufbau. Er ist krank, Herr Direktor. Er kann nicht mehr weiter. Er braucht Ruhe und Essen. Ich habe ihr gesagt, der Junge kann hierbleiben, aber Mädchen können wir nicht aufnehmen. Ist das dein Bruder? Ich habe ihn in Dresden aus den Trümmern gezogen.
keine Angst, Mädchen. Nein. Na. Wir bringen ihn zum Doktor. Kommen Sie, Schwester Charlotte. Und das Mädchen? Ja, unser Palast hat viele Zimmer. Bitte schön. Ertel, zeig ein leeres. Na komm. Was willst du nur hier? Neu anfangen. Dann wackel nicht mit dem Arsch. Wenn es wieder schmeckt, bist du auch wieder gesund. Was, mein Junge? Cesar, komm. Na komm, Cesar, komm. Bist du verrückt? Tiere haben genauso alt Hunger wie wir. Für ihn hat es immer gereicht. Soll er Mäuse fangen? Dazu ist er zu schwach. Wir müssen von Hof zu Hof gehen. Vielleicht werden die Bauern uns was tun. Die hassen das Schloss wie die Pest. Kinder müssen satt werden. Dann lösen sich alle Probleme. Von den Bauern haben wir nichts zu erwarten. Was soll der wissen, der nicht versucht hat? Hunger! Ich bin geschickt, Ihnen zu helfen. Wir werden uns die Arbeit teilen. Nützer. Ab. Angenehm. Behalten Sie Platz. Danke. Sie haben hier mit... Sie haben hier mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen und können jeden Helfer gebrauchen. Bitte. Na ja, das ist richtig. Das ist das eine. Aber wichtiger ist, die jungen Leute müssen wieder an das Gute im Menschen glauben.
solange Sie Kohldampf schieben. Wir teilen uns die Arbeit. Sie für das Essen, ich für den Menschen. Mein Name ist Nützer. In den nächsten Wochen werden wir Gelegenheit haben, uns kennenzulernen. Ich bin hierher gekommen, um etwas zu tun, was man leicht sagen, aber sehr schwer verwirklichen kann. Ich soll euch erziehen. Wie einfach das klingt. Alle, die wir hier sind, haben eine Vergangenheit. Diese ist nun vorbei. Es beginnt eine neue Zeit, eine bessere Zeit. Und diese Zeit müssen wir alle zusammen aufbauen. Dazu müssen wir zuerst einmal uns selbst ändern. Da müssen wir ganz neue Menschen werden, versteht ihr? Und den neuen Menschen muss man auf neue Weise schaffen. Am Klappern kann man nicht erkennen, wie die Mühle malt. Sind Sie jetzt abgesetzt? Halb und halb. Das tut mir leid. Wie die neue Zeit so umspringt mit Ihren Kindern? Ich bin kein Kind mehr. Ich weiß. Es war als Bild gemeint. Seid ihr soweit? Schön. Schön. Na. Jetzt habt ihr alle eure Lebensläufe geschrieben. Marita, wischst du bitte die Tafel ab? Tu mir doch einen Gefallen, ja? Lies als Erste. Du bist am längsten hier, damit die anderen Mut bekommen. Gut.